Mittwochabend, 19 Uhr, Wittenberge in der Prignitz. Rund 200 Corona-Kritiker versammeln sich am Rathaus der Stadt, beobachtet von Ordnungsamt und Polizei. Die Ordnungshüter schauen dem Treiben eine Weile zu, bis sich der Aufzug plötzlich in Bewegung setzt. Doch weit kommen die Demonstranten nicht. Die Polizei stoppt den Protestmarsch. Mehrmals werden die Teilnehmer der Kundgebung aufgefordert, ihre Masken aufzusetzen und die Abstände einzuhalten. Noch bevor der Spaziergang beginnt, ist Schluss. Die Corona-Verordnungen des Landes werden nicht eingehalten. Wenige Minuten später beendet die Polizei die Kundgebung. Also wir haben ca. 200 Personen heute hier vor Ort gehabt. Etwa 75% der Personen haben nach Aufforderung, die sind der Maskentragepflicht nicht nachgekommen. Und insofern sind dann nach der Aufforderung entsprechend und Beendigung der Versammlung, den Platz zu verlassen, einige Personen dem auch nicht nachgekommen, haben sich hier weiter aufgehalten, sodass wir unterm Strich 15 Feststellungen hatten von Personalien der betreffenden Personen und der Einleitung von entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren. Während sich die meisten Teilnehmer lautlos verabschieden, machen sich andere ihrem Ärger Luft. Meine Güte, sagen Sie jetzt Ihre Daten hier an und beruhigen Sie sich ein bisschen. Junge. Bei Ihnen heißt es. Mir fällt es auch recht schwer. Auch seine Fernsehzeige. Sie hat eine Maskenbefreiung und sie ist der Meinung, diese nicht mitzuführen. Sie wurde darauf hingewiesen, war jetzt in dieser Anlage zu machen. Gegen 20 Uhr ist der Platz wieder menschenleer. Nächste Woche, Mittwoch aber, wollen sie wieder hier sein, um gegen die Auflagen der Pandemiebeschränkungen zu demonstrieren.